Hallo meine Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Blatt Grün. Okay, hier kommen wir noch nicht weiter. Wir sind immer noch im Team Rocket Hauptquartier. Oder nicht Hauptquartier. Doch, Hauptquartier, doch. Lol. Im Team Rocket Hauptquartier müssen immer noch ein wenig gegen hier diese Menschen kämpfen. Und es, das Quartier, durchqueren. So, ja. Der Boss sagt, das Hitchcope macht Geister sichtbar. Ja, das brauche ich. Könnt ihr mir das einmal ausleihen? Nein. Oh Mann. Dann muss ich es mir halt mit Gewalt holen. In 5 Pokémon, ne? Oh, ist das Level 17? Unsere. Sind die Pokémon irgendwie ein bisschen zu hart gelevelt von uns? So? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwie, ja. Haben die Team Rocket Leute hier nichts drauf, ey. Das ist ein bisschen unlucky. Okay, Level 17. Hat er alle Level 17? Ha. Das ist echt. Das ist ein bisschen doof, um ehrlich zu sein. Das ist halt echt ein bisschen kacke. So, das ist kein wirkliches Training und es ist einfach nur. Weiß ich nicht. Wir haben kein Gegengift, oder? Shit. Ich glaube, wir haben kein Gegengift, Leute. Weil ich hab nichts gekauft. Ich wollte das Gegengift kaufen. Hätte ich's mal getan. Alles klar, komm hier, Nidoking. Nidoking mit Schaufler. Ist Stein eigentlich auch auf Gift effektiv? Ich weiß es gar nicht. Könnte man mal ausprobieren, ne? Ja, komm. Nein, es ist nicht. Aber trotzdem stark genug, Alter. Gibt halt nur kaum Erfahrungspunkte hier. Naja. Dann ist das so. Dann ist das so. Komm, nochmal Steinhagel. Für das Zubat. Easy. Alter. Gibt's halt nur. Ey, das ist null Erfahrungspunkte so gefühlt. Der ist echt nicht cool. Radikal auch. Ja, warum ist es. Hä? Warum sind die Pokémon denn so schwach? Also jetzt ehrlich. Ich meine, liegt das vielleicht daran, dass der 5 Pokémon hat, deswegen sie halt so schwach sind, aber es macht ja auch keinen Sinn. Das ist ja dumm. Da sind wir halt echt einfach überlevelt. Das kann auch sein. Stopp, ich ergebe mich. Okay. Okay. So, ich habe kein Gegengift, oder? Nein. Auf zum Pokémon Center. Shit. Ja, muss sein. Wir können hier Shiggy nicht besiegt werden lassen. Oh, Shiggy, das hältst du noch aus bis zum Pokémon Center. Komm. Chillock. Nicht Shiggy. Chillock. Dü-dü-dün. So, danke, yo. Warum bedankt sie sich eigentlich? Weil, also, ist es mir eine Ehre, deine Pokémon heilen zu dürfen, oder wie? So, das denkt sie sich. Wahrscheinlich. Bin ich gut? Ich hätte vielleicht Gegengift kaufen sollen. Aber jetzt zu spät. Okay, runter gehen wir noch nicht, würde ich sagen. Erstmal nach da. Achso, okay, dann erstmal hier lang. Oh. Dann rennen wir erstmal noch zurück. Und holen uns X-Tempo. Wow. Das ist etwas, was ich unbedingt brauche. So, na, Mondstein, okay. So, um das Item hier zu bekommen, erstmal hier rauf. So. Veröhner. So, wenn ich darauf, dann komme ich da hoch. Hierauf komme ich da runter. Ich kann aber so gehen. Und jetzt muss ich hier lang gehen. Jetzt hier rauf. Wenn ich jetzt da hochgehe, dann komme ich da. Okay, hier. Erstmal hier hin. Damit ich hier hinten zum Item komme. Okay. Ein Supertrank. Den nehme ich doch gerne mit. So, und jetzt, ja, müssen wir wieder hier lang. Wieder hier runter. Hier. So. Zack. Alles klar. Und wir sind durch. Okay. Aber hier können wir noch gar nichts machen, ne? Hier braucht man einen Öffner. Genau. Okay. Alles klar. Das sind Rocketrübel. Gucken wir erstmal, was hier so an Items gibt. Ein Hypertrank. Das ist schön. Und 2 Gegner. Ja, okay.
Alarm, Eindringlinge! Eigentlich nur ein Eindringling, aber okay. Ein Slimer. Schön. Level 20? Das ist... Also, jetzt mal ehrlich. Wenn er jetzt wieder Giftwolke gleich einsetzt, ne? Schlammbart. Oh, bitte nicht vergiftet, bitte nicht vergiftet, bitte nicht vergiftet. Natürlich, bitte. Mama! Warum? Oh Mann. Naja. Okay. Ein Smogon. Komm. Smetbo, weil ich glaube, Smogon kann noch schweben, oder? Kann Smogon schweben? Ich weiß es halt echt nicht. Kann halt sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Aber ist auch ein schönes Training für Smetbo, ne? Noch ein Smogon. Alles klar, Smetbo. Setz wieder Konfusion ein. Yeah. Schöner Damage. Das ist sehr, sehr schöner Damage. Ich konnte ihn nicht stoppen. Nee. Nee. Ich bin halt... Ah, sagst du noch irgendwas? Krieg ich von dir einen... Teleskop? Ich weiß, weiß nicht, wovon du redest. Ja klar, weißt du es nicht. Natürlich nicht. Ja, was willst du überhaupt hier? Ich würde eigentlich nur ganz gern Teleskop haben. Damit ich, mir ein Nebula holen kann. Was so, wenn das so ist? Kannst du haben. Was? Echt? Nein. Oh. Manno. Ich werd gemobbt, Leute. Von Ingame-Figuren. Das ist echt nicht nett. So, wir müssen Shilock jetzt auswechseln. Damit er nicht so viel Gift-Damage bekommt. Und danach müssen wir halt schon wieder ins Pokémon-Center. Und Shilock heilen. Wir können es natürlich theoretisch auch besiegt werden lassen. Und dann mit Beleber wieder auffüllen, aber... Das ist auch doof, weil dann ist es besiegt und das ist halt nicht so toll. So, wisst ihr? Mann. Vielleicht hätte ich echt nochmal ins Einkaufszentrum gehen sollen. Wegen Gegengift. Aber... Nee, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr dahin zu laufen. Wow, das Radikal hat überlebt. Das ist unlucky. Aber ist okay. Und ein Radfratz. Also ich glaube, die ganzen Team Rocket-Rüpel und so und die ganzen anderen komischen Trainer, die haben halt keinen Plan so von dem Spiel. So, man muss nicht viermal dasselbe Pokémon haben. Leute. Ja, das kann nicht funktionieren. Entweder trainierst du ein Pokémon, nur ein Pokémon. Okay, ich packe aus, benutze den Aufzug zum Boss. Wow. Was halt übel OP ist und alles überlevelt ist. Oder allem überlevelt ist. Oder ihr stellt ein ordentliches Team zusammen, das nicht nur aus demselben Pokémon besteht. Oder dem gleichen Pokémon. Mensch. Das, ich glaube, das... Ne? Ist da Bescheid. Schon zweimal in diesem Part zum Pokémon-Center gelaufen, weil wir kein Gegengift haben. Weil ich auch keinen Bock ins Einkaufszentrum zu laufen und mir da Gegengift zu kaufen. Mann. Hoffen wir einfach, dass Shiggy nicht nochmal vergiftet wird. Bei meinem Glück wird er nochmal, wird Shiggy nochmal... Shilock, nicht Shiggy. Wird Shilock nochmal vergiftet, aber... Dann ist das so. So, nee, hier runter. Jetzt dort runter, denn wir haben immer noch keinen Öffner. Da ist ein Trainer. Hier ist niemand. Gehen wir erstmal hier lang. Wenn ich jetzt hier hingehe, dann komme ich zu dem Item. Da unten auch. Hier unten auch. Hier komme ich runter. Ja. Okay, nein, wir kämpfen gegen ihn. Halte dich aus Team Rockets Angelegenheiten heraus. Ich will auch gar nicht mit eingemischt werden, aber ihr habt einen Silphscope und ich brauche das. Das ist das Problem. So, sonst wäre ich schon längst weg hier. Sonst würde ich euch gar nicht irgendwie besuchen. Sonst wäre mir das eigentlich voll egal. Ich würde halt... Ja. Für eigentlich nur... das Silphscope.
Mann. Wir kommen Nebulak wegen euch. Wegen denen bekommen wir Nebulak erst zu spät. Ist voll unfair. Zeit für Nidoking. Die ganze Zeit immer nur diese Radfratze. Ätzend. Ätzend, Leute. Einfach nur ätzend. Ja. Ich meine, ist netter Damage, ne? Nidoking kommt 32. Yes! Nidoking Level 32. Schön. Ein Traumato. Oh. Okay. Zeit für Shillock. Bisschen Shillock-Training. Ein Traumato? Das ist nett. Shillock ist auch bei Level 32, sehe ich gerade. Das ist gut. Biss. Oh, schöner Volltreffer. Sehr nice, Shillock. Sehr, sehr schön. Aber es gibt nicht genug Erfahrungspunkte. Nee, schade. Oh, ich bin am Boden. Jo. Auch ein Tipp an dich. Wo die stärkere Pokémon? Ein Schattenglas. Ah, das ist gut für Nebulak später. Wir gehen erst hier runter. Ich sehe da oben nichts. Aber erstmal ein Item holen. Top Äther. Was ist hier oben? Ein Rocket Rüpel. Übernahme. Ich werde dir den Liftöffner niemals geben. Sicher? Was ist, wenn ich dich besiege? Na dann vielleicht. Ah. Habt ihr das gehört, Leute? Habt ihr das gehört? Ich hoffe jetzt einfach, dass Smogon keine Giftwolke einsetzt. Ah! Echt jetzt? Echt jetzt? Nochmal renne ich nicht ins Pokémon Center. Nee. Nochmal? Nee. Nee. Sehe ich gar nicht ein. Dann lass ich Shillock diesmal das eine Mal besiegen. Tut mir leid, Leute, aber... Nee. Kein Bock, nochmal ins Pokémon Center zu laufen, deswegen. Oh, das kann's nicht. Das gibt's nicht. Das gibt es einfach nicht, ey. Ah, Shillock Level 32. Und ein Zubat, komm. Ey, das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Wie viel Pech kann man denn haben, dass man ständig vergiftet wird? Ich meine, Giftwolke, klar, das hat den Effekt, vergiftet zu werden. Mehr nicht, ne? Aber zweimal durch Schlammbad. Echt jetzt? Das ist echt... Nee. Keine Worte für. Oh nein. Gibst du mir jetzt den Liftöffner? Mist, ich habe Liftöffner verloren. Du hast ihn verloren. Ja. Ja. Du hast ihn definitiv verloren. Glaube ich dir sofort. Item. Sonderbonbon. Oh, das ist nett. Dort lag aber auch noch ein Item hier. Das hole ich mir auch gleich noch. Wir hörten schon, dass du im Anmarsch bist. Tja, dann hast du auch bestimmt gehört, dass ich bisher alle deine Mitglieder, die ich getroffen habe, weggeböllert habe. Nein, habe ich nicht. Was? Oh. So eine Kommunikation herrscht zwischen denen. Maxi, lern sprechen. Ja. Ist immer so eine Sache. Tut mir leid, Sherlock. Es musste sein. Es tut mir leid. Komm, Smetbo. Toboga wird gleich noch genug in der Arena trainiert. Ich hätte auch Windstoß einsetzen können, gerade merke ich. Aber okay. Konfusion ist ja auch effektiv. Sehr nice. Kaum Erfahrungspunkte, ey. Mach Rollo. Leute. Ach, Mensch. Gut, in der ersten Generation gab es noch nicht so viel Variation zwischen Pokémon, ne? Dann kann ich verstehen, dass die halt immer die gleichen Pokémon haben. Ja, was? Ich hab verloren. Ja, hast du. Das hast du. Hey. Frustration. Ich warte immer noch auf eine bestimmte Attacke, die wir noch nicht bekommen haben. Die soll es eigentlich hier geben. Wenn ich sie hier nicht finde, dann wäre ich echt ein bisschen enttäuscht. Ich merke gerade. Erstmal Hypertrank nach oben. So. Schattenglas kann ich später halt unserem lieben Pokémon geben. Unser lieben Nebulak. Stärkt Undichtattacken. Ich habe eigentlich gar... Habe ich Undichtattacken? Für Dings? Weiß es gerade gar nicht. Beleber.
Nicht Smetbo. Shillock. So, Shillock. Und bitte werd nicht nochmal vergiftet, okay? Bitte. Bitte. So, hier lang. Hier runter. Hier. Dort. So. Und wir sind da. Erstes, bitte. Weiß gar nicht, ob wir hier schon mal waren. Ob wir hier anders hinkommen. Was hast du hier verloren? Doch, ich glaube, das ist... Doch, stimmt, wir sind ja hier runtergekommen und dann war da eine verschlossene Tür. Und ich glaube, hier sind wir gerade. Wechsel ich? Nee. Komm. Wenn Shillock jetzt nochmal vergiftet wird, ne? Ja, na. Oh, nice. Hatte ich gerade Angst, ey. Aqua Knarre. Okay, ist das ausgereicht. Sehr nice. Smogon. Nein. Ich wechsle. Smetbo, du bist dran. Kämpfe sind halt so eintönig, ne? Sind halt einfach immer die gleichen Pokémon so. Und die gleichen Kämpfe prinzipiell, weil einfach, es ändert sich ja nichts. So, das ist irgendwie ein bisschen langweilig. Ne, was passiert? Ja, du bist halt einfach besiegt worden von mir gerade. Ja, genau, jetzt hat sich hier die Tür geöffnet. Alles klar, sehr gut. So, warum gibt's denn eigentlich im dritten Stockwerk keinen Dings? So. Da unten ist was, okay. Hallo. Calcium. Ah. Okay. Du warst es, der unsere Pläne jetzt im Mondberg zunichte gemacht hat. Ja, das war ich. Auch ungewollt, ihr wart einfach in meiner Route. Ein Sandan. Okay, damit dürfte unser Shillock keine Probleme haben. Was wollte ich gerade sagen? Ich warte immer noch auf mein Dings. Ne? Wisst ihr Bescheid? Auf mein Item. Auf meine Attacke. Weil eigentlich soll man hier eine Attacke bekommen. Moment. Ihr habt kurz keinen Sound, aber ihr habt Bild. Ja, Team Rocket versteckt unter der Spielhalle. Hier soll die Attacke sein. Wenn ich sie jetzt nicht finde, dann flippe ich aus. Das wäre nämlich echt... Dann ist die Seite falsch. Rettung. Ja, komm, dann... Smetbo oder Nidoking? Smetbo, komm. Smetbo, du regelst das. Dein Level 33 könnte hier auch noch drin sein, merke ich gerade. Ja, mit Rohr mindert Angriff, das ist jetzt nicht so schlimm, denn wir haben Spezialangriff. Zack. Nice. Sehr schön. Ja, Level 3. Wenn Smetbo jetzt noch ein paar Mal eingesetzt wird, dann ist da Level 33 drin. Dieses Kind ist einfach unschlagbar. Ja, wir sind halt einfach nice. Spürst du nicht die Schönheit der dunklen Seite der Macht? Nein. Irgendwie nicht. Obwohl die roten Laserschwerter schon cool sind. So. Ja, bitte Rohr. Da muss ich halt auf Aquaknarre oder Eisstrahl zurückgreifen. Weil Biss ist, glaube ich, nicht speziell. Nee, Biss ist, glaube ich, halt physisch. Ja, muss es ja eigentlich. Weil, beißt den Gegner, ja. Ich kann nicht mehr hallo, Shillock kann nicht mehr vergiftet werden. Nice. Nice. Das Problem ist, es ist gerade paralysiert und... Danke. Ich wollte gerade sagen, es kommt kein Angriff durch. Aber danke. Ein Angriff ist durchgekommen. So, was kommt jetzt? Sandan. Joa. Ich glaube eigentlich... Schlitz... Oh Gott. Okay, es hat nur 8 Damage gemacht, das ist schön. Gleich kommt wahrscheinlich wieder ein Sandama. Und da muss ich halt definitiv Shillock erstmal einen Trank geben. Level 33, nice.
Ein Arbok, oh. Ja, dann Smetbo. Das ist dein Level 33. Schön. Schön, 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 schön. Oh. Ja. Angriff wird vermindert, ist okay. Und sogar One-Shot. Volltreffer, okay. Also können wir uns nicht sicher sein, dass es immer ein One-Shot wird. Aber Smetbo Level 33. Oh yeah. Schön, 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 schön. Ouch. Ja, ihr seid halt echt nicht so geil. Supertrank. So, Shiggy erstmal. Fast voll gehalten. Trank können wir ihm auch noch gönnen. Komm, Shiggy. Du bist wieder fast voll KP. Zwar noch paralysiert, aber haben wir nicht? Nee, haben wir nicht. Wir haben nichts gefunden. Moment. Hä? Okay, warte, wir besiegen erstmal den Boss. Und danach gucken wir nochmal, ob wir irgendwo was finden. War ich da drüben? Ja, da drüben war ich. Ich bin schwer beeindruckt, du bist tatsächlich weit gekommen. Das Team Rocket finanziert mit Pokémon seine finsteren Pläne. Ich bin hier der Boss, Giovanni. Mach dich bereit, Höllenqualen zu erleiden, Wicht. Okay. Ein Onix. Okay, das dürfte für Shilock kein Problem sein. Das schaffst du easy, Shilock. Wow. Nein. Paralysiert. Ach komm. Raserei wird doch... Alter. Wenn man Raserei einsetzt, wird der Angriff erhöht, wenn man getroffen wird, glaube ich, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Oder wenn man... Nee, doch. Oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Rihorn. Wird auch easy. Und ich glaube, er hat noch einen Nidoking, oder? Au. Wow, 3 Damage. Ich habe mehr erwartet. Er ist auch nur Level 4. Hey, unsere Pokémon sind, wie es aussieht, echt überlevelt. Oder wir sind halt einfach zu spät hier. Kann das sein? Nee. Es kann nicht sein, dass wir zu spät hier sind. Ich meine, wir sind ja die normale Route einfach hergegangen. So. Ha. Das ist ein Ding. Das ist echt ein Ding. Aber gut. Akzeptiere ich so. Ein Kangama. Nidoking. Zeit für deinen Doppelkick. Der Kangama ist ja normal, ne? Ja. Doppelkick. Das ist Level 29. Okay, das ist, wie es aussieht, schon besser gelevelt. Dann sind wir doch nicht krass überlevelt, wie es aussieht. Ich habe ja nichts gemacht. Ich habe ja nicht offscreen oder so gelevelt. Ich habe einfach nur... Ja. Einfach nur... Bin einfach nur die Routen gegangen, so. Und habe jeden Trainer mitgenommen. Den ich mitnehmen konnte. Oi. Dein Mega-Heap ist strong. Nice. Schöne Sache, Nidoking. Das gibt ordentlich Erfahrungspunkte. 1087, das ist schön. Nein, ich habe kläglich versagt. Ja, das hast du. Ja, offensichtlich trainierst du deine Pokémon sehr sorgfältig. Trotzdem würdest du meine Ziele und Beweggründe nie verstehen. Diesmal lasse ich dich noch von dannen ziehen. Doch wir werden uns wiedersehen. Oh ja. Safe Scope erhalten. Haha. Schön. So, wo ist jetzt meine schöne Attacke? Wir kriegen hier nämlich eigentlich noch Flammenwurf. Ich habe Flammenwurf nicht aufgesammelt, oder? Flammenwurf, TM35. Nee, habe ich nicht. Aber wir kriegen Flammenwurf hier eigentlich. Nochmal eine U2, bitte. So, jetzt sind wir wieder in U1, ne? Ja. Haben wir hier vielleicht irgendwas übersehen? Nee, also ich sehe kein Item oder so. Vielleicht ist es versteckt? Oder vielleicht habe ich hier irgendwo was übersehen? Das kann natürlich auch sein, ne? So, gehen wir nochmal hier lang. Jetzt sind wir in U3.
vielleicht? Nugget. Okay. Was war ich? Hier war ja auch nur ein Item, genau. Hatte ich hier was? Hier war auch, glaube ich, was, ne? Ja, kann sein. Ja, müssen wir wieder hier hoch. Diesmal den anderen Weg hier lang gehen und hier. So. Jetzt mussten wir ja hier runter. Hier hatten wir geredet. Ja. Hier ist nichts. Ist auch nichts mehr. Ich google gleich, Leute. Hä? Oh, der Part ist eh vorbei, Leute. Ich guck nochmal nach, wo Flammenwurf genau ist. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!